Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen American Truck Simulator Video. Ich stehe noch bei Flavors Fair in Lincoln, Nebraska. Und bin immer noch dabei zu versuchen, ein Abladerort zu bekommen. Oder einen zufälligen Stellplatz zu bekommen, in Anführungszeichen. Jetzt nicht mehr zufällig, weil ich das ausgewählt habe, dass es kein zufälliger Stellplatz mehr ist, sondern dass ich ihn immer wähle. Und ich versuche es immer noch abgeladen zu werden, indem wir einfach hier unten die Luken öffnen und das gut entleeren. Deswegen werden wir einfach nochmal weiterfahren, zwar nicht mehr hier mit dem Cruising Nebraska. Ich werde aber einfach weiterhin probieren, dass es funktioniert. So, fahren wir jetzt nach Omaha oder fahren wir jetzt Getreide? Ich glaube, ich bekomme es bei beiden nicht hin. Also hier erst recht nicht, da auch nicht. Ja, fahren wir das Getreide oder irgendwie. Dann wäre pelletiertes Tierfutter. Weil bei Valentine, bei der Auktion haben wir das auf alle Fälle nicht. Und beim anderen eigentlich auch nicht. Boah. Ja, komm, fahren wir einfach mal pelletiertes Tierfutter, weil wir es noch nicht gefahren sind. Von der Farmers Bahn hier in der Nähe. Die 76 Meilen nach Omaha. Okay, here we go. Es ist jetzt mehr oder weniger so, die nächsten Fahrten sind eher so wie die Ruhe vor dem Sturm. Quasi noch die kürzeren, entspannteren Folgen. Bis dann das Ganze wieder sonst wohin gehen könnte. Das ist auch schon eine enge Kiste. Na, hätte ich jetzt einen längeren Trailer. Ich hätte noch einen längeren Trailer mehr holen können. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auflieger das nochmal war, wie lang der war. Ja, wir haben 40 Fuß. Und das ist ein 53 Fuß. Mit einem 53er Fuß wäre es wahrscheinlich wieder schwieriger geworden, aber mit dem 40er Fuß geht das ja noch einigermaßen in die Kurven zu nehmen. Ah, guck mal, hier etwas prinzipiell könnte man hier aber schon auch das reinwerfen, in Anführungszeichen. Jedes Mal vergesse ich, dass ich diese Kurve hier ein bisschen mehr nehmen muss, damit ich wieder rauskomme. Dementsprechend wird das hier jedes Mal wieder eine enge Kiste. Na, es passt. Immerhin haben wir dann wieder neue Fracht mit dem Trailer gefahren. Das ist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist er neu dazugekommen mit dem Nebraska DLC. Von daher ist es sogar noch umso besser, dass wir das jetzt auch fahren können. Oder auch fahren. Stay right, then turn right. Normal geladen jetzt. Turn right. We are finished. Super. 2 von 2.
dann lassen wir uns mal beladen. Und fahren dann die 76 Meilen über die SZ80 und den wahrscheinlich Highway 75 oder Freeway 75 zu Garg. Let's do this. Und ich finde das dann entspannt ab, weil oder was? Ja, gut. Schauen wir mal, wie es abliefern, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dort keine Möglichkeit gibt, das im Boden zu versenken. Werden wir gleich sehen. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass es dem nicht so gewesen ist. Das hinter mir habe, wird es dann auch erstmal die ein oder zwei Fahrten geben mit Spezialtransport. Und dann geht es wieder normal durch die Gegend. Ich habe noch keine Garage hier geholt, oder? Nee, habe ich nicht. Wäre ja auch nicht verkehrt, das zu machen. Ist mir jetzt mal gerade aufgefallen, weil das keine Eventfahrt mehr ist, sollte ich mal kurz notieren, wie so die ganzen Statistiken sind. Gut, war jetzt nicht viel, ne? Nur kurz einen Screenshot gemacht von der Fuel Economy. Und ich muss noch mal tanken, denn wir sind im groben Bereich. Da kommt doch hoffentlich noch mal was in der Nähe, oder? Nochmal voll. Wie über den Platte River. Ja, dann müsst ihr jetzt mal wieder rausfahren, ne? Es hält ja noch paar Meilen, ne? Also wir sind ja noch 257 Meilen können wir noch fahren. Ja, machen wir dann mal in der nächsten Woche, im nächsten Video. Tanken. Vielleicht tanken kommt, ist auch ein Tank auf dem Weg. Aber da muss ich auf jeden Fall tanken, ansonsten wird es teuer. Stay right, and then exit right. Wieder Richtung Downtown, exit right. Omaha. Okay, noch weiter in der 80. Wie viel Pfund fahren wir eigentlich überhaupt? Ah ja, okay, wieder 46.000 Pfund.
right. Nichts leichter als das. War ja auch nur ein kurzes Ding, ne? Exit right. Get ready to turn left. Turn left. Ja, da halten wir mal ein bisschen den Verkehr auf. Ja, okay. Die hatte wohl nicht rot. Ach stimmt, das. Hä? Nee. Das war auch die Ampel mit der Ampel. Ach, die Kreuz mit der Ampel. Hier hätte er kein Grün gehabt. Wild. Hier geradeaus weiter. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann wahrscheinlich in zukünftigen DLCs dann mal auch über die Brücke fahren darf. Wäre zumindest einfach so ein Wild Guess. Stay left and then turn left. Turn left. Ja. Müssen wir hier vorne da gar nicht aussehen, wo wir hin wollen. Okay, ein bisschen spät. Zum Stehen gekommen. Der auch okay, nee, geht noch. So müde sind wir noch hier nicht. Ich meine, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich auch schon gesagt, das wäre ja prinzipiell möglich, aber die Dings, die Silos sind ja leider nicht auf dem Gelände hier. Wir gucken uns das Gelände aber nur noch kurz an, aber ich bin mir sicher, das wird nichts werden. Perfekt. Das werden wir noch sehen. Ja. Ist nicht mehr im Gebiet drin. Und hätte auch gar nicht die Möglichkeit, man, dass man das so update, sondern ja, zum Aufladen. Na, wenn, dann parken wir auch wieder. Na gut, da war das Internet wieder da. Gut zu wissen. Naja, wäre schon witzig gewesen, wenn wir einfach durchfahren hätten können. Ah, ganz knapp nicht.
ganz knappes Ding. Perfekt. Ein bisschen abgelenkt vom Geräusch des Zugs. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnet, präsentiert das Tier vor der von Lincoln nach Omaha geliefert gefahrene Strecke 83 Meilen, Dauer 16 Minuten, aber auch der Kraftstoff 12,5 Gallonen, das wurde der 188. erledigte. ATS World Wachstumstrag. 1767 Euro gab es dafür und 190 Erfahrungspunkte. Nee, nicht 900, so viel war es noch wenig. Ja, dann würde ich sagen, bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt mir die Daumen fürs nächste Mal, dass wir einen Aufladepunkt bekommen oder eine Abladestelle bekommen, wo man auch abladen kann. Wenn ihr seid, bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video entweder hier American Truck Simulator oder vom Euro Truck Simulator 2. Macht es gut. Tschüss.